Wir müssen uns an die Gesetze halten. Wie in einem normalen, zivilisierten Land. Mir scheint, wenn eine Regierung den Ukrainern helfen möchte, dann sollte man Folgendes beachten. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Person hat das Land verlassen. Sie ist im Ausland und bekommt Unterstützung in Deutschland. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass sie unsere Bürger unterstützen. Aber es kommt vor, dass diese Person sowohl aus Deutschland als auch aus der Ukraine Unterstützung bekommt. Sowas kommt vor. Ich meine jetzt nicht unsere Bürger in Deutschland. Ich habe das etwas verallgemeinert. Und deshalb wäre es besser, Deutschland würde Ukrainer unterstützen, indem es dieses Geld in unseren Haushalt einfließen ließe, und die Ukraine würde das Geld verteilen, je nachdem, wo die Person sich aufhält. Als der Krieg begann, sind unsere Menschen gegangen. Keine Frage. Aber sie haben Geld mitgenommen. Wie jeder Mensch haben sie ihr Geld mitgenommen. Und dieses Geld ist in Europa geblieben. Und dann begann Europa zwar, die Ukraine zu unterstützen, aber das ganze Geld, das zur Unterstützung der Ukrainer bestimmt war, ist im Ausland geblieben. Verstehen Sie? Das Geld blieb in der Wirtschaft dieses oder jenen Staates. Ukrainer haben ihr Geld mitgenommen und dann Unterstützung bekommen, die auch im Ausland blieb, sodass am Ende das ganze Geld außerhalb der Ukraine war. Das ist auch alles klar. Ich möchte nur, dass wir auf Folgendes achten. Wenn wir sagen, dass die ganze Welt die Ukraine finanziell unterstützt, möchte ich darauf aufmerksam machen, wo der größte Teil dieses Geldes bleibt.